irgendwie nicht korrekt hier, oder? Muss das so sein? Man wusste ganz automatisch, es gibt nur zwei Varianten. Wenn du jetzt stehen bleibst, dann kannst du dich selber im Spiegel nicht mehr angucken. Und da war es mir irgendwie völlig klar, dass dieser Schritt von der Bordsteinkante, also vom Zugucken zum Mitmachen, der war eine Gewissensentscheidung, aber auch eine Frage von Courage, wie will ich in meinem Leben weitermachen. Und von diesem ersten Schritt an war es dann eigentlich ganz leicht und jeden Montag eigentlich noch immer schöner. Und man hat immer noch mehr Menschen eingeladen, weil einer der Sprüche hieß unter anderem, die da dann leise skandiert wurden, schließt euch an. Nicht nur Reisefreiheit und wir bleiben hier und wir wollen raus und wir sind das Volk, sondern vor allen Dingen am Anfang sehr leise und dann auch immer lauter werden zu den Menschen, die kamen zu schauen, schließt euch an, schließt euch an. Und das haben ja dann auch glücklicherweise immer mehr getan. Ja, und irgendwie ist es für mich sehr schön, weil mehr Demokratie mir gerade mit der Kampagne, die wir heute hier auf dem Nikolaikirchhof versuchen, auch den Leipziger Bürgern nahezubringen, ist das für mich so ein Bogen, der sich da schließt. Denn wir haben 89 mit dem Spruch, wir sind das Volk, die Behauptung aufgestellt und auch an runden Tischen versucht, unsere Geschicke in unsere Hände zu nehmen. Und dieses uneingelöste Versprechen des Grundgesetzes aus dem Paragraph 20, dass die Staatsgewalt, die vom Volke ausgeht, ja in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt werden soll, findet ja mit dem erneuten Versuch und mit dem jetzt so weit nach vorn gebrachten wie noch nie wirklich die Möglichkeit, nach diesen Wahlen in die Koalitionsverhandlungen zu kommen und nun wirklich endlich im dritten Versuch im Bundestag Gesetz in Deutschland zu werden. Und dass ich da dran mitwirken kann, das ist für mich wirklich richtig schön. Und deshalb habe ich auch auf Anhieb gesagt, als ich von der Bundeskampagne hörte, ich will die nach Sachsen haben und ich werde mich auch ganz massiv dafür engagieren. Und deshalb bin ich ziemlich froh, hier zu stehen. Also der wichtigste Vorteil, den ganz großen Vorteil, den ich immer sehe, der ist eigentlich schon im Vorfeld, dass natürlich um überhaupt direkte Demokratie oder wenn es solche Elemente gibt, sind die Parteien und die Parlamentarier viel, viel mehr gezwungen, transparenter zu arbeiten und viel öffentlicher ihre Entscheidungsprozesse oder zu bestimmten Themen dann auch transparent zu informieren. Weil es ist immer ohne Transparenz und ohne umfassende, auch wirklich offensive Öffentlichkeitsarbeit kann es auch keine direkte, kann es aber auch keine parlamentarische, oder das wird auch als Krise der parlamentarischen Demokratie manchmal erlebt, dass es eben hinter verschlossenen Türen viel passiert. Und da wäre oder sind die Volksentscheide auf jeden Fall ein Weg, die Parteien und politischen Akteure zu zwingen, quasi die Menschen auch schon mal viel, viel besser zu informieren, um sie auf ihre Seite zu, oder um bestimmt zu werben für bestimmte Projekte und für bestimmte Entscheidungen. Also ein bisschen mehr ein Bewusstsein dafür schaffen. Wir sind die Gesellschaft und wir sind auch, also ich bin ein Teil davon und ich habe durchaus Einfluss darauf, damit zu gestalten. Und momentan gibt es aber eigentlich eher so eine umgekehrte Tendenz, habe ich den Eindruck. So, es gibt eher so eine Entdemokratisierung, es wird eher zurückgenommen. Die politischen Parteien haben das Monopol auf die Politik. Die sind sehr stark beeinflusst von der Wirtschaft, von Banken und Interessensverbänden. Und in Deutschland, so der Bürger hat nur alle 4 Jahre diese Möglichkeit, da ein Kreuz zu machen. Aber innerhalb dieser Zeit, zwischen den 4 Jahren, wir haben nicht die Möglichkeit, unsere Abgeordneten, wenn sie denn Entscheidungen treffen, die uns nicht lieb sind oder für die sie mal angetreten sind für die Ziele, wenn sie andere Entscheidungen da treffen, haben keine Möglichkeit, die wieder zurückzunehmen, also den Wählerauftrag zurückzuziehen und sagen, der repräsentiert uns nicht, entziehen wir das Mandat. Das gibt es in vielen anderen Ländern, gibt es nicht. Die Möglichkeit von Volksentscheiden gibt es nicht momentan. In Deutschland gibt es in fast allen Ländern in Europa. Und die andere Geschichte, klar, wenn es jetzt um Bundestagswahlen geht und so weiter, ne, oder Europawahlen, ist halt auch, also eigentlich gibt es keine Möglichkeit derzeit, es gibt eigentlich nur die Möglichkeit, über politische Parteien Einfluss zu üben daraus. Also man muss halt diese Tippeltabeltour durch diese Machtinstitutionen gehen. Also wir unterstützen zum einen auch das dreistufige Verfahren auf Bundesebene, sprechen uns schon seit vielen Jahren auch für Volksentscheide, Volksbegehren aus und Volksinitiativen und bringen auch in jeder Wahlperiode entsprechende Anträge und Gesetzesvorhaben ein. Aber Sie wissen ja, dass man da eine sehr hohe Mehrheit braucht, eine Zweidrittelmehrheit. Und die haben wir eben bisher nicht bekommen. Und deshalb braucht man eben auch noch Überzeugungsarbeit bei den anderen Parteien, das dann auch auf Bundesebene mit einzuführen. Und es ist einfach ein wichtiges Mittel der Ergänzung der direkten Demokratie.
Ich sehe das so, dass ich das umsetze, was der Bürger möchte und nicht das, was ich möchte oder was meine Partei am Ende möchte, sondern ich als Direktkandidat bin doch von den Bürgern gewählt worden. Also muss ich auch deren Meinung und deren Ansichten teilen und beziehungsweise umsetzen und so abstimmen, wie die Bürger das wollen und nicht so, wie ich das will oder wie vielleicht irgendein Lobbyist, irgendein Pharmakonzern das entscheidet für mich.